Auf dem Kanal geht es ja um Bushcraft, Survival, Outdoor und irgendwie dieser Rucksack, dieser Gunner's Bag, klingt irgendwie gar nicht so nach dem Thema. Wenn du wissen willst, was aber dieser kleine, sehr leichte und modulare Spezialrucksack kann und ob er auch etwas für dich ist, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann, schön, dass du dabei bist. Dieses kleine, kompakte Teil gibt es schon seit Anfang 2021 und ich hadere damit. Ich musste wirklich sagen, ich hadere damit, weil es eine sehr spezialisierte Ausrüstung ist, die, Gunner's Bag sagt es im Endeffekt schon, ne, für Militäreinsätze gedacht ist, so mutmaße ich das. Wenn ich hier in das Hauptfach reinschaue, ich habe jetzt hier was anderes reingepoppt, dazu kommen wir dann nachher noch, dann habe ich hier Magazintaschen. Hat sicher irgendwas mit Gun zu tun, oder? Oder? Ich glaube schon. Zwei Wege Reißverschlusssystem und insgesamt ist das Teil natürlich sehr schmal, sehr kompakt. Dann, hier oben ist ein Zwischenbereich und auch hier, ja, ich klappe das jetzt mal herunter, das ist so ein Frontfach, auch da sind Magazintaschen eingebaut. Ja? Die kann man rausnehmen und sagen, nein, ich brauche ja gar nicht keine Magazintaschen, weil ich will keine Magazine transportieren, sondern irgendeine andere Ausrüstung. Dann geht das mit dem modularen System und alles ist wieder gut. Gunner's Bag, ne? Ich denke irgendwie, wahrscheinlich hat das mit dem etwas zu tun, aber vielleicht gibt es auch Einsatzgebiete für unseren Bereich oder für den klassischen Bereich, die nicht militärisch sind und diesen Rucksack trotzdem gut finden können. Eine Sache noch. Billige Eigenwerbung. Ich gebe dir natürlich den Link in meinen Shop. Die gibt es auch in unauffälligeren Farben, wie zum Beispiel schwarz. Dann fällt das ganze Teil nicht so sehr auf. Ich komme dann nachher noch zu diesem Fach hier. Aber da, das, was ich da jetzt drunter geklappt habe, dieses Teil hier, das ist auch noch einmal eine Tasche. Das heißt auch hier, das ist einfach nur eine normale Tasche. Da ist nichts mit irgendwie Militärzeugs oder so irgendetwas. Da passt auch einiges rein. Das ist alles sehr leicht eigentlich. Also das ist das Interessante dabei. Es ist relativ leicht. Ja, so ist es ganz einfach. Hier haben wir außen einen Lasercut, das heißt, hier könnte man auch noch einmal Ausrüstung mit anbringen, wenn man das wollte. So soll es sein. Dann hier außen habe ich zwei modulare Taschen, die ich runternehmen kann. Das heißt, auch hier kann ich etwas anderes draufpoppen. Hier auf meinem Molleteppich, den es auch gibt bei mir im Shop, habe ich ja unterschiedlichste Sachen hängen. Und da ist auch von, das gibt es von Tasmanian Tiger so ein eigenes Set. Ich habe es vergessen, ich gebe da den Link. Ja, das kannst du dann auch da drauf bauen, wenn du etwas anderes haben willst. Das ist ja das Schöne an diesem modularen System. Und ich sage, okay, ich brauche jetzt nur das und nur das. Oder etwas anderes oder ein großes, coole Sache. Finde ich ganz gut. Dann, und das kommen wir noch dazu, haben wir hier unten auch noch einmal ein Fach. Auch das ist nicht speziell auf Militärpersonen ausgerichtet, kann man komplett aufmachen. Hier ist so eine Flappe, die ist jetzt keine richtige Tasche, aber ist wahrscheinlich vom Vernähen notwendig, ich weiß es nicht. Ist einfach so. Auch hier passt vielleicht der Taschenlapper oder ähnliches rein mit einem Fettpouch, Fett, ich weiß nicht. War das jetzt der freudsche Versprecher? Wahrscheinlich schon. Hier unten sind dann zwei Gummiteile, also solche Flexi-Cords. Kann man vielleicht auch noch das eine oder andere einbringen. Habe ich aber keine Idee dazu. Vielleicht hast du eine, dann schreib mir gerne einen Kommentar. Insgesamt kann ich dir gleich Folgendes sagen. Es ist im Lieferumfang auch Flexi-Cord mit dabei. Moment. Und zwar Flexi-Cord. Und das könntest du hier an diesen Elementen anbringen und einbringen und dann, ja, dann hast du hier die Möglichkeit, mit diesen Flexi-Cords Ausrüstungsgegenstände anzubringen. Wie gesagt, ich glaube, dass das sehr speziell für Militärpersonen gedacht ist und daher, ich weiß nicht so recht. Mir fehlt noch so ein richtiges Einsatzgebiet für mich, fehlt mir ehrlich gesagt nicht ein, muss ich da ganz ehrlich sagen, denn wenn ich jetzt rausgehe und ein Daybag, so was Kleines brauche, dann will ich trotzdem einen Rucksack haben, wo ich mein Zeug reinwerfen kann und nicht einen Rucksack, das ist jetzt nur für mich, ja, wo ich 100.000 Fächer habe, die zwar genial sind, weil ich stelle mir das jetzt vor, ich bin ja keine Militärperson, aber stelle mir jetzt vor, ich habe unterschiedlichste Waffensysteme und Funkgerät und was weiß der Teufel, was alles, dann möchte ich das genau in der Position haben, das trainiert man dann natürlich auch, gell? Das ist das Schöne dabei, und aber mal ganz kurz.
Denn ich habe mir erlaubt, aus den Tiefen der Ausrüstungshallen des Rheinis, diese zwei, die auch im Originalzustand mit dabei sind, zwei kurze Flexi-Cords noch zu holen. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, also das Große gehört mutmaßlich da hinein, macht Sinn, ne? Hin und her. Aber bei den zwei Kleinen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wo das eingesetzt wird. Aber um auf den Punkt nochmal zurückzukommen, ich tue mir ehrlich gesagt schwer, vielleicht passen die da rein. Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht gibt es jemanden, der mir das erklären kann, dann finde ich das großartig. Für mich, Hobokocher, Gaskocher vielleicht, wenn man was kochen will, und ein Heferl und sowas, da ist das einfach nicht das Richtige. Aber vielleicht hat irgendjemand eine Idee, auch Airsoft-Spieler zum Beispiel oder Paintball-Spieler, vielleicht ist das für euch was, aber mir fehlt einfach die Fantasie. Ja? Hier, das heißt nicht, dass die Tasche schlecht verarbeitet wird, ganz im Gegenteil, es ist Tasmanian-Zeiger-like, das ist einfach großartig. Aber ich komme dann noch dazu, wo es vielleicht doch Sinn macht. Und zwar, hier hat man dann zwei Netztaschen mit dem großen Vorteil, dass man das Innenleben sieht. Das bedeutet, wenn du die Ausrüstungsgegenstände einsteckst, alles gut. Vielleicht ist das Flexi-Cord hier an der Stelle gedacht. Könnte das sein? Könnte das ausgehen, dass die da rein können? Na, weiß ich nicht genau. Dann hier unten, da ist ein kleiner Bereich, da kannst du Ausrüstung reinwerfen, die nicht rausfällt, auch wenn du es komplett aufklappst. Also das finde ich sehr, sehr gut. Ich rede ja immer wieder, auch am Kaufberatungskanal habe ich vor kurzem ein Video dazu gemacht, dass ich die Qualität und die Ausrüstung und das alles großartig finde und das modulare System seine Vorteile hat. Nur wenn ich es komplett aufklappen muss und ich halt doch jemand auch bin, der Kleinteile irgendwie nur herumliegen hat, dass ich da immer aufpassen muss und das nervt den Reinischweine einfach. Aber nur weil ich eine Diva bin. Gut, zurück zum Thema. Hier gibt es einen Haltegriff, der ist fix dabei, aber was auch auffällt ist, also man kann das ganz locker tragen, logischerweise, weil sonst wäre es kein Rucksack geworden. Also das passt alles, kein besonderes Tragesystem, gar nicht, alles gut. Aber der große Punkt ist, du kannst jetzt hierher gehen. Ah, ist dir da was aufgefallen? Schau, hör mal. Das heißt, du kannst jetzt hierher gehen, wenn du ein bisschen Geduld mit mir hast, schaffe ich es auch. Da gibt es sicher Leute, die etwas geschickter sind als ich, aber... Und kannst jetzt hier diese diese Schultergurte ausfädeln. Hier unten kann man das auch ausfädeln. So, muss man da auch ein bisschen Zeit geben. Ach, ich will es jetzt nicht machen, weil dann muss ich es wieder einfädeln. Also du kannst es ausfädeln. Das heißt, du hast dann hier eigentlich etwas, das du auch... Entweder, ich gehe davon aus, für unsere Militärleute an eine Kampfweste da hinten irgendwo drauf knallst. Könnt ihr mal vorstellen, ich weiß es nicht. Ja. Korrigiert es mich, wenn ich total falsch liege. Behaupte es nicht zu wissen. Ja. Ja. Aber natürlich auch auf einen klassischen Rucksack, der ein Molle-System hatte. Da ist ja immer wieder das Thema, da kriege ich ganz häufig die Anfragen, dass Leute gerne einen großen Rucksack hätten, so groß auf... Ich gehe auf Never Come Home, also so richtig einen großen Rucksack, wo alles reingeht, drei Schlafsäcke und wurscht, ich weiß nicht, 200 Liter, übertrieben natürlich. Aber du hast halt dann den Nachteil, du marschierst mit dem, dann setzt du den ab und dann möchtest du in einem Bereich ein bisschen herumgehen, ne? Scouten nennt man das, ja. Dann werde ich nicht das große Zeug herumtragen. Und da hätten sie gerne einen angedockten Rucksack, in dem sie Kleinigkeiten reingeben können, um dann ein paar Stunden unterwegs zu sein und dann wieder zu dem Punkt zurückzukommen. Und da hat es früher von Tasmanian Tiger, ach, ich werde schon so alt, wie man sieht und wie man hört, wenn ich auf meinen Bauch klopfe, aber ich weiß nicht mehr, wie das geheißen hat, das Ding. Ich weiß nicht mehr. Da war ein Mini-Rucksack drauf. Das heißt, du hast den großen Rucksack und den Mini-Rucksack und das war durchaus gut. Ich weiß nicht, warum sie aufgehört haben damit. Mein Gefühl sagt mir, einfach von den Produktlinien, dass sie sich halt immer mehr und spezialisierter auf Einsatzorganisationen fokussieren und das ist auch absolut in Ordnung von der Qualität her und so weiter, finde ich das auch großartig. Dass natürlich noch immer Platz und Raum für Bushcraft, Survival, Outdoor ist und klassisches Draußensein, aber das ist halt, da gibt es die Linien, Raidback MK3, super Rucksack oben beim Mitglieden, einer meiner Lieblingsrucksäcke, aber halt jetzt immer mehr, weil da ist schon sehr viel gemacht. Um nochmal zurückzukommen, da ist schon sehr viel gemacht. Was will ich da jetzt neu erfinden? Anderes Material vielleicht und ein Schlafferl hier, ein Schlafferl da, das sind Kleinigkeiten. Aber im Großen ist dieses Konzept, als interessierter Beobachter, gesetzt. Das funktioniert, das ist 1000, 10.000, 100.000-fach bewährt. Cool. Und jetzt machen sie eben Teile, die ganz speziell
in die Tiefe gehen für Spezialausrüstung, für Spezialanwendungen. Und da gehört dieses Gun-Aspekt sicherlich auch mit dazu. Aber auf was ich hinaus will ist, mir fehlt, und das, also die Qualität ist super, auch durchdacht und diese vielen kleinen Facheln und alles, es ist super, es ist wirklich super. Mir persönlich fehlt halt einfach die Idee, wirklich was ich damit tun kann. Ich nehme jetzt hier, damit du auch noch ein Gefühl machen kannst, ich mache jetzt hier den Innenteil auf und packe jetzt hier so an Reini Rossmann, Kräuter und Survival Mann Kapuzenpulli ein. Und wenn ich da, nur damit du ein Gefühl bekommst, ja, nur damit du ein Gefühl bekommst, das ist natürlich nicht dafür gedacht. Also ich bin mir sicher, dass das nicht dafür gedacht ist. Aber schau her, da komme ich jetzt dann schon an meine Grenzen. Da komme ich an meine Grenzen. Das heißt, wenn du Ausrüstungsgegenstände hast, die schmal sind, viele kleine Teilchen mit dabei hast, weiß ich nicht, eine Säge, ein Messer, ein kleines Beil und ein Feuerstahl und ein bisschen was zum Essen und ich weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt total einfältig, ja, aber solche Dinge oder Wasserfilter, also ich lebe halt in meiner Welt, ja, in meiner Blase, ja, fühle ich mich wohl. Und vielleicht kennst du das Sprichwort, für jemanden, der mit einem Hammer arbeitet, ja, oder wie, ich weiß es nicht mehr, ach, das ist irrelevant, ich bin schon so alt, dass ich schon die Sachen durcheinander bringe. Na, warte mal ganz kurz, für jemanden, der einen Hammer hat, ist jedes Problem ein Nagel? Vielleicht ist es das so, ja. Und daher, ich habe jetzt hier ja, ein Problem und sage, ja, Bushcraft, aber vielleicht kann ich das einfach nicht so denken. Ja, wahrscheinlich kann man das nicht so denken, aber jetzt brauche ich deine Hilfe. Sag mir, bitte sag mir, wozu könnte ich als Nicht-Militärmensch dieses Teil einsetzen? Welche Idee hast du? Wie könnte ein Survivalist, ein Bushcrafter dieses Teil einsetzen, außer eben als Backup-Rucksack, den er mit dabei hat, um dann wirklich nur mit Kleinigkeiten herumzugehen? Hast du da eine Idee? Wenn du eine hast, dann bitte schreib sie mir unten als Kommentar. So, jetzt bin ich fertig. Gute Arbeit, alles wieder super verarbeitet, das Manian Tiger Like, da machst du keinen Fehler. Wenn du Anwendungsgebiet dafür hast, dann bitte schreib mir einen Kommentar. Billige Eigenwerbung, den Link in meinen Shop kriegst du und natürlich den Link auf das MK, auf den MK3, auf das Teil, das ich absolut genial finde und für jeden Bushcrafter und Survivalisten einfach Daumen nach oben sagen kann. Kriegst auch den Link. Aus jetzt. Abo dalassen, Kommentar schreiben, ein paar andere Videos zum Anschauen und ja, der Gunner-Spec ganz, aber wahrscheinlich nicht auf meinem Back. So ist es. Bis dann und ciao, ciao.